Hat Borussia Dortmund ein Trainerproblem? Tja, in den sozialen Medien geht's ganz schön ab. Lucien Favre wird von allen Seiten kritisiert. Falsche taktische Entscheidungen trifft er, dazu zeigt er keine Emotionen. Also kurz gesagt, viele BVB-Fans sagen, er passt nicht zum Verein. Aber stimmt es denn wirklich? Fakt ist, sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Grund genug deshalb mal in die Zukunft zu blicken. Sollte man mit ihm verlängern oder lieber das Kapitel beenden? Pro und Contra gibt's jetzt. So Freunde, jetzt habe ich erstmal eine Frage an euch. Wie findet ihr Lucien Favre? Ist er ein guter Typ oder seid ihr nicht so wirkliche Fans von ihm? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Mir ist wichtig, in so Videos wirklich in die Tiefe zu gehen. Es gibt keine blöden Floskeln, sondern Fakten, Fakten, Fakten. Wenn ihr das gut findet, dann lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich kann euch sagen, es wird regelmäßig BVB-Videos geben. Und jetzt starten wir mal mit den Pro-Argumenten für Lucien Favre. Positives: Favre kann Talente entwickeln. Bei jedem Verein hat er das bis dato geschafft und das ist kein Zufall. Seine Trainerkarriere startete Favre nämlich im Jugendbereich. Dort wollte er schauen, okay, passt denn dieser Job überhaupt zu mir? Und die Antwort ist, ja, definitiv. Als Assistent der C-Jugend entdeckte Favre das erste große Talent, Ludovic Magnard. Später wurde er Schweizer Nationalspieler. Dazu arbeitete Favre mal als Nachwuchsmanager. Kurz gesagt, er weiß, worauf es ankommt. Auch im Profibereich arbeitet er gerne mit jungen Spielern. Bei Hertha BSC bekam zum Beispiel Lennart Hartmann eine Chance. Er ist bis heute der jüngste Bundesligaspieler von der alten Dame. Ein ausführliches Video über ihn gibt es übrigens oben im i. Bei Borussia Mönchengladbach stellte Favre dann jüngster Marc-André Ter Stegen in den Kasten. Der war da gerade mal 18 Jahre alt. Und da gibt es noch zig weitere Beispiele. Favre ist ein Fußballlehrer. Oft gibt es einfach individuelles Training für die Talente, um an den Stärken und an den Schwächen zu arbeiten. Zitat: Es wäre dumm, wenn ich einem Spieler, der drei Gegner umdribbeln kann, sagen würde, spiel früher ab. Ihm ist eine Sache am wichtigsten. Die Talente müssen spielintelligent sein, sprich, sie sollen die taktischen Vorgaben kapieren. Sie sollen wissen, wieso sie das gerade tun. Schnell denken, schnell handeln. Favre weiß dazu ganz genau, wie er mit den jungen Spielern reden muss. Er ist zwar nicht der Kumpeltyp, aber dafür fachlich extrem kompetent. Wenn Favre über Fußball redet, kleben die Talente an seinen Lippen. Sie wissen, sie können von ihm verdammt viel lernen. Zu Borussia Dortmund passt es perfekt. Die Startelf ist im Schnitt 25,2 Jahre alt, nur drei Clubs haben jüngere Teams. Riesiges Potenzial steckt da drin. Erling Haaland, Jadon Sancho, Gio Reyna oder auch Jude Bellingham. Sie drehen auch dank Favre auf, er vertraut ihnen. Favre hat einen guten Draht zu den jungen Spielern. Man findet niemanden, der ein schlechtes Wort über ihn sagt. Und dieser Trainertyp passt dementsprechend total gut zum BVB. Man ist halt einfach ein Ausbildungsverein. Das größte Plus ist sein taktisches Verständnis. Lucien Favre fordert von seinen Spielern, ihr müsst polyvalent sein, sprich vielseitig einsetzbar. Bei einer taktischen Umstellung müssen sie ihre Rolle sofort neu interpretieren. Im Training stellt er gerne mal die Hütchen selbst auf, achtet da Zentimeter genau auf die Abstände. Übungen lässt er oft wiederholen, er greift immer wieder ein und er korrigiert die Spieler. Kleinigkeiten sind ihm da wichtig. Oft steht er auch mit der Taktiktafel auf dem Feld. Ex-Hertha-Spieler Anne Friedrich hat mal gesagt, selbst Einwürfe waren unter ihm eine große Kunst. Ja, der Favre-Fußball ist eigentlich relativ simpel zu beschreiben. Offensiv, attraktiv und kontrolliert. Die Laufwege soll jeder Spieler auswendig kennen. Favre hat dazu mal erzählt, Zitat: Im Training bei taktischen Übungen rede ich teilweise 25 Minuten lang ohne Punkt und Komma, ohne Publikum, nicht vor TV-Kameras, sondern direkt vor meiner Mannschaft. Ehrlich, Favre kann jede Mannschaft besser machen. Sein Motto ist, ein Spieler braucht 10% Talent und 90% Fleiß. Beim BVB hat er vor allem zwei Aufstellungen etabliert. Das 3-4-2-1, da fühlen sich die Spieler am wohlsten, die defensive Stabilität ist gut, weil im Zentrum einfach ein zusätzlicher Verteidiger ist. Dazu kommt, die Außenverteidiger können Druck nach vorne machen. Rafael Guerreiro hat zum Beispiel in der letzten Bundesliga-Saison 8 Tore erzielt und 3 Vorlagen gegeben. Generell ist die Power des BVB so schwer zu stoppen. Favre achtet sehr auf die Physis der Spieler, sie müssen also wirklich eine Top-Ausdauer haben. Dazu gibt es das 4-2-3-1, das ist die Lieblingsformation von Favre. Gegen tiefstehende Gegner ist das eine Variante, weil du einfach mehr offensive Spieler im Zentrum hast. Der Vorteil ist, Marco Reus könnte beispielsweise als Zehner auflaufen und die Bälle verteilen, aber defensiv fehlte da bis dato die Balance. Der BVB war einfach sehr anfällig und deshalb ist das auch aktuell eher eine Notlösung. Also rein theoretisch ist Borussia Dortmund taktisch extrem vielseitig. Negatives: Er vercoacht sich in großen Spielen. Favre ist ein Perfektionist. Sein Spitzname lautete mal Superhirnli. Jedes Spiel bereitet er akribisch vor, er richtet aber den Spielstil zu stark auf die Schwächen des Gegners aus. Das Problem daran ist, so vergisst er ab und zu die eigenen Stärken. Ein Beispiel: Im April 2019 das Topspiel beim FC Bayern. Seine Idee: Konterfußball, schnelle und tiefe Läufe in die Spitze, weil die Bayern-Abwehr zu langsam ist. Der BVB stand deshalb sehr tief, lauerte und wartete ab. Man wollte die Bayern anlocken. Achtung Spoiler, das klappte nicht. Lukas
dass Piszczek als Rechtsverteidiger sollte Stabilität bringen, aber er wirkte komplett überfordert. Der BVB schlug dann viele lange Bälle in die Offensive, aber dort stand halt kein Stürmer. Marco Reus fühlte sich auf dieser Position einfach nicht wohl. Fakt ist, der Plan ging schief, 0:5 verlor der BVB. Vielleicht war einfach der Druck zu groß. Favre machte sich da zu viele Gedanken und die eigenen Stärken waren da eher zweitrangig. Der BVB hat ja ein sehr gutes Pressing, kann den Gegner sofort unter Druck setzen, aber das sah man in dem Spiel einfach nicht. Grundsätzlich will ich trotzdem sagen, sich viele Gedanken zu machen ist bei weitem nicht schlecht. Wie Favre als Trainer generell tickt, zeigt nämlich eine alte Geschichte aus der Hertha-Zeit. Nach einem Testspiel in Jena saß er im ICE, die Journalisten wollten ein Interview, aber er sagte, nee, keine Zeit. Am Laptop analysierte er nämlich schon das Spiel akribisch, sah die Fehler und suchte Lösungen. So ist auch heute noch, sagen Leute aus seinem Umfeld. Mir fehlt aktuell beim BVB der Wille zu sagen, egal gegen wen man antritt, wir spielen unseren Stil. Lucien Favre ist ohne Frage ein Genie, aber so ein bisschen mehr mutiger könnte er sein. Ja, und da könnte er sich definitiv noch verbessern. Der größte Kritikpunkt ist, es fehlt die Mentalität. Achtung, da geht es jetzt nicht darum, 90 Minuten an der Seitenlinie auf- und abzuspringen bzw. zu brüllen. Wichtiger ist, die Spieler generell richtig zu motivieren. Stichwort Ansprache. Ex-Spieler Torben Marx hat mal gesagt, am 1. und 32. Spieltag klingt die Ansprache relativ ähnlich. Ich denke, die Gefahr ist groß, dass sich das dann irgendwann abnutzt. Neue Impulse kann Favre selten setzen. Diese Mentalitätsscheiße, wie es Marco Reus mal gesagt hat, wird dem BVB ja gerne vorgeworfen. Emotionen fehlen auf dem Platz, kein Kampf ist zu sehen, man ist zu brav. Ein Indiz dafür ist die Statistik. Nur 236 Fouls zeigte man in der letzten Saison, mit Abstand die wenigsten in der Bundesliga. Das ist nichts Neues. Auch bei Hertha BSC gewann Favre mal die Fairplay-Wertung. Knappe Führungen kannst du so sehr schwer über die Zeit retten. Nur schön Fußball zu spielen reicht halt nicht. Wichtig wäre eine packende Ansprache in der Kabine. Favre müsste den Spielern mal so richtig in den Arsch treten, sie wachrütteln. Aber die letzten Prozente aus den Jungs zu kitzeln, kriegt er irgendwie nicht hin. Dazu kommt, Favre führt auch nur wenige Einzelgespräche. Die Spieler richtig zu motivieren bzw. heiß zu machen, ist halt so schwieriger. Schuld ist vielleicht auch ein Stück weit die Sprachbarriere. Seine Muttersprache ist Französisch. Ja, er spricht mittlerweile Deutsch, aber in Interviews wirkt das noch sehr unrund. In Kombination mit seiner ruhigen bzw. sachlichen Art kommt er einfach zu selten aus seiner Haut. Und das ist in einem emotionalen Verein, wie es halt nun mal Borussia Dortmund ist, ein riesengroßes Problem. Für mich ist Lucien Favre so eine Art Baumeister. Er kann Clubs aufbauen bzw. eine neue Hierarchie erschaffen. Hertha BSC hat er vom Bundesliga-Mittelfeld zweimal in Folge ins internationale Geschäft geführt. Man kämpfte sogar mal um die deutsche Meisterschaft. Borussia Mönchengladbach hat er vor dem Abstieg gerettet und dann in die Champions League geführt. Und beim BVB stand Favre dementsprechend lange Zeit auf dem Wunschzettel. 2015 wollte man ihn haben, 2017 auch, da klappte eine Verpflichtung jeweils nicht. 2018 bezahlte man dann an den OC Sinitzer eine Ablösesumme von 3 Millionen Euro. Das Ziel? Die nächste BVB-Generation aufbauen und nach einer Chaos-Saison Ruhe reinbringen. Das hat er definitiv geschafft. Zu dem Zeitpunkt war Favre der perfekte Trainer. Aber die Ansprüche beim BVB werden größer. Ein Titel soll jetzt her. Ist Favre dafür der richtige Mann? Teddy Bosse stärkt ihm auf jeden Fall den Rücken. Aki Watzke hat im aktuellen Sportstudio gesagt, Zitat, wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden und er stand nie zur Disposition. Lucien hat den besten Punkteschnitt aller Trainer. Ja, in der Bundesliga holt er im Schnitt 2,14 Punkte pro Spiel. Aber, und das ist jetzt eine Frage an euch, welcher BVB-Trainer hatte denn bis dato einen so geilen Kader wie er? Und ehrlich, mir fällt da niemand ein. Positives, Favre ist nie mit seiner Leistung hundertprozentig zufrieden. Nach Siegen zählt er zum Beispiel in der internen Analyse erstmal auf, okay Leute, X und Y kann man besser machen und erst dann gibt's ein Lob. So, und jetzt geht's um die Zukunft von Favre. Ist er noch der richtige Trainer für den BVB? Ich würde sagen, ja und nein. Kurzfristig schon, wobei die Kritik mir abreißen wird, viele Fans wollen eben einen emotionaleren Trainer. Aber langfristig sollte man alles dafür tun, ihn im Verein zu halten, aber dann in einer anderen Rolle. Zum Beispiel als Chef des Nachwuchsleistungszentrums. Das könnte sein Element sein. Mit der Jugend arbeiten und sie ausbilden. In seinem Buch hat er geschrieben, ich würde mir wünschen, dass man noch größeren Wert auf die technische Ausbildung legt. Ja, und das könnte er dann angehen. Die Frage ist nur, ob er das jetzt schon will. Und da tendiere ich eher zu einem Nein. Man sieht einfach, wie viel Spaß er mit der täglichen Arbeit auf dem Platz hat. Ich finde, Favre bereichert definitiv als Trainer die Bundesliga und er ist ein taktisches Genie. Die Kritik an ihm, finde ich, ist an manchen Stellen deshalb auch ein bisschen zu hart. So, und vielleicht werden wir ja bald alle taktische Superhirne wie er sein. Elon Musk will nämlich einen Chip in unsere Gehirne einpflanzen. Das ist kein Witz. Simplicissimus hat ein Video dazu gemacht. Hier ist es verlinkt. Zieht es euch rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.